TechTaster.com. This is 2567. And this is Copra. Yeah, a premium beer from India. And it's refreshingly smooth. So, this will be awesome. So, here's the ingredients. Alright. For instance, rice, mice, and wheat hops. Okay. So, and I think this bottle is very awesome. Look at this, with this, here is this, the snake guy. I don't know, here some sort of measurements. And here elephants, very much India, isn't it? Here a palm. So, this is like the German deposit sticker, kind of annoying, but good. So, let's have it. Alright, my first beer from India. Greetings to all my Indian viewers. Let's do it. Yeah, it is indeed. Oh, what is this? Look at this. It is indeed very smooth. But I think I had some smoother beers from the United States, especially. Ah, you can see me in the bubble. Hello. Yeah. Okay, yeah. You see this only with Junk Food Taster, a bubble in the beer. Can I make it bigger by shaking? No. It explodes. Yeah, it's had some character. Some little bitter flavors are also in there. I have to admit, I'm not that great a beer taster. But yeah, I showed you the bottle and everything. I think a nice bottle. I think beer with characters is okay. Bitterness not too extreme. So. If you have tried these, and I think many people have tried this one, then please share your thoughts, especially since I'm not the greatest beer expert. Okay. Next language, thanks for watching. So, jetzt hier Copra Bier aus Indien. Und hier ist tatsächlich auch, also das coolste ist die Flasche hier. Hier ist erstmal der Schlangenbeschwörer. Aber wo ist eigentlich die Schlange? Genau, und hier eine Waage und sonst was. Elefanten auf alle Fälle. Mama-Elefant und kleiner Elefant und hier dann Palmen und irgendein Haus. Gut, ja, habt das getrunken. Wie schmeckt euch das? Ich finde, das ist, die sagen jetzt, refreshing smooth. Ich hatte noch amerikanische Biere, die gehen noch krasser runter. Das ist schon leicht bitter. Ja, so ein leichtes bitteres Bier. Interessant sind auch die Zutaten. Die haben, glaube ich, ein paar mehr Zutaten als wir drinne. Hier, guckt mal. Die haben noch Barley. Malted Barley, Rice, Mice, Sweet Hops. Ja. Deutsch gibt's nicht. Ja, englische, also ehemalige englische Kolonie. Deshalb Englisch als erste Sprache, ist klar. Und hier dann noch. Genau. Ach je, was steht denn hier? Es ist gebraut und eingebottelt in der EU. In Irland. Also es ist ein indisches Bier, aber abgefüllt wurde es in Irland. So viel dazu. Gut, ja, jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob das genauso schmeckt wie das in Indien. Wie dem auch sei, ja, das war die Folge. Danke fürs Zusehen.